Hallo und herzlich willkommen zurück bei Whistleblower. Das blowt mir hier gleich was ganz anderes kaputt, und zwar mein Kopf. Was zur Hölle ist da denn los? Eine wunderschöne Animation. Ich will hier gar nicht hin. Ja. Und die Tür zu, ich weiß nicht, wer da gekommen ist. Was ist hier schon wieder? Wo bin ich hier? Funkgerät! Bevor ich das mache, gucke ich mir um. Ich kenne das Spiel, ich habe da gleich keine Zeit für. Ich kenne das. Müll? Hier irgendwas Schönes? Nö. Keine Batteries. Nur wieder ein tutendes Telefon. Die gehen mir auch auf den Keks. Boah. Drücken wir es doch mal. Gucken wir doch mal. Hallo, hallo. Overload. Ah! So. Was ist bei dem? Ach, der ist da. Couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. Nein. But you're done talking now. Sag mir nicht, dass dies. Do me a favor and die here, Park. Steh auf. Was zur Hölle war das? Sag mir nicht, das ist unser. Nein. Hey, 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 lass mich in Ruhe, Matt Wurscht. Geh, geh, geh! Arschloch. Habt ihr das gesehen? Was ist das denn für ein Arschloch? Komm mal die Tür hinter dir zu. Hä? Komm, lauf, 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 lauf. Ja, da geht's raus. Tschüss, Matt Wurst. Boah, ich hasse das Spiel. Das sind alle da, die ich aus dem ersten Teil hasse. Warum hört die Musik nicht? Okay. Verwaltungsblock. Aha. Verwaltungs. Hallo, ich lebe noch. Hallo. Ich bin kein Patient. Ich bin kein Patient. Hier, hol mich raus. Ich bin hier nur mit lauter Verrückten. Geisteskranken, Mettwürsten, Nakidai-Menschen und komischen Doktoren. Holt mich hier raus. Ach, gucke mal. Den kennen wir doch. Darunter. Jungschirn. Nee, wo war das? N. Runter, runter, runter. Hier. Down the Strafe. Jemand, der so sehr wie ein Priester aussieht. Wie dieser Ort einem Irrenhaus ähnelt, schreibt Anweisungen an die Wand, redet über Gott, sagt mir, ich soll keine Angst haben. Wie konnte ich nur bei diesem beschissenen, inhumanen, giergetriebenen Moralgenozid mitmachen? Die Monster, die Murkoff erschafft, der Umfang, mit dem ihre stiefelleckenden Geschäftswürmer es verteidigen, ihre eigenen Leute abgeschlachtet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet, Lisa, aber sollte ein engstirniger Gott mitmischen wollen, dann soll er Jeremy Blair töten, bevor ich sterbe. Vernunft und Habgier. Es gibt keine Qualen, die er nicht verdient. Es gibt kein Funkgerät, keine Hoffnung, die Außenwelt zu erreichen. Erreichen. Nur entkommen. Boah, das ist der Priester. Der Vater Martin. Mensch, halt sich schöne Puschen an. Don't strafe. Never. Ich will da nicht runter. Ich war da einmal unten. Da wohnt Mettwürstchen. Ach, das ist ein. Aha. Aha. Du hast da so ein bisschen was an der Hose. Hast du nicht geschafft. Hast du nicht geschafft hier. Guck mal, da ist ein Klo. Aber wo geht's denn lang? Hier? Ach, kann ich hier lang? Du, der Vater Martin?
Okay, so einfach. Don't be afraid, you're doing his work. Aha. Whether you know it or not. Du hast einen Schatten. Du hast einen richtigen Schatten. Ich will da nicht rein. Es gibt es. Nehmen wir jetzt schon wieder runter. So. No more sickness! No more nightmares! Kann ich auch. Schrei mich nicht an. Ich bin sensibel und herzkrank. So. Guck mal hier wieder von dem Herrn Blair. Rick. Das Golfen letzte Woche hat Spaß gemacht. Wir sollten öfter in die Richtung fahren. Ich habe mir die alten Testunterlagen aus den frühen Tagen von Project Wallrider mal angeschaut und mir ist da etwas Interessantes aufgefallen. Hast du das Projekt in 2010 verfolgt? Offensichtlich hatten wir Probleme mit weiblichen Mitarbeitern, die Scheinschwangerschaften erlitten. Eventuell hat das was damit zu tun, wie der morphogenetische Antrieb mit dem Immunsystem interagiert. Klingt für mich alles nach böhmischen Dörfern. Es war häufiger tödlich als nicht tödlich und da es sich hier um Mitarbeiter und nicht um Patienten handelte, war die ganze Sache schwerer unter den Teppich zu kehren. Aber die Aktivität des morphogenetischen Antriebs im Markt dieser Damen war jenseits von Gut und Böse. Und diese Frauen sind nie einer zusätzlichen Hormontherapie unterzogen worden. Ich habe zwar keine Ahnung von PPM, aber ich kann Tabellen lesen und die Profitberechnung für Project Wallrider ist nur halb so hoch wie angenommen. Daher stellt sich mir die Frage, warum führen wir keine Experimente an Frauen durch? Mentale Krankheiten sind, weiß Gott, gleichberechtigt verteilt. Es ist schon fast unethisch, uns eine solche Gelegenheit durch die Lappen gehen zu lassen. Aufrichtig, Jer. Boah, das ist ein ekliges, mieses Viech. Schrei mich nicht an, habe ich gesagt. Ja, deswegen bist du auch da hinten drin. Und nicht wie ich hier draußen. Ich lasse die Tür hier auf. Ei, Fresse. Mensch. Oh, da war der blutige Pfeil schon wieder. Oh Gott! One of them's coming. It's not even human anymore. Danke. Sehr freundlich von dir. Zu freundlich von dir. Und hier ist alles. Okay. Alles dicht gestellt. Finde ich hier was Schönes? Eine Batterie oder so. Oh ja, eine Batterie. Dankeschön. Nehme ich doch gerne mit. Oh ja, im Übrigen, falls ihr euch fragt, wenn ich so mache, gucke ich einfach, ob die Aufnahme läuft. Ich hatte da bei diversen Sachen schon mal diverse Probleme. Oh, wir haben es ja. Wir haben es ja, Leute. Oh, 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 da ist Hansi Mettwurst. Hansi Mettwurst ist hinter uns. Lauf, 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 lauf. Lass Dickerchen, Dickerchen sein. Spring! Da lang, da lang. Die Mettwurst ist hinter uns. Links, rechts, geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Okay, das war blöd. Oder doch? Ah! Boah! Der war jetzt ja knapp. Boah! Da hätte der Dicke mich fast gehabt. Okay, immerhin ist es nicht neblig. Alter Verwalter. Muss mir auch auf jeden Fall noch was wegen den Lampen hier überlegen. Ich werde ganz schön hell angeschienen hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, guck mal. Muss ich da hin? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ah, ein Dokument. Können wir wieder lesen. Der Bräutigam. Über den Knien, unter dem Nabel, auf Glaskens Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen. Also baut der Bräutigam sich ein Frauchen.
über den Knien unter dem Nabel, auf Glaskens Tisch mit Messer und Nadel. Zum Hineinstoßen wird er was brauchen, also baut der Bräutigam sich ein Frauchen. Denn die ist immer das Gleiche. Okay. Können Doktorchen gewesen sein? Der bastelt doch gerne. Guck mal, hier sind... Ne, das sind nur Abbildungen. Da ist nichts mehr drauf. Verflucht. Ich dachte... Ist bekloppt? Alter. Gut, dass ich das nicht weggeschoben habe. Das hässlich hier. Also vom Gartenpflege haben sie noch nichts gehört, wa? Alter. Ist das kalt hier? Muss ich hier lang? Ich kann es aufmachen. Das ist doch schon mal ein schönes. Hier kann ich nicht aufmachen. Ich habe gerade jemanden sprechen gehört. Das ist nicht so schön. Oh, Alter, mir geht die Pumpe schon wieder, ne? Ich will gar nicht wissen, wie Outlast 2 dann wird. Ich freue mich da zwar echt drauf, da war doch gerade was. Oh, das ist das Stück Papier. Oh, schon wieder diese hier. Gucken wir erst um. Na gut. Ich freue mich aber auf Outlast 2, muss ich echt sagen. Das ist ja echt ein super Spiel hier. Ich bin zwar mega der Schisshase, also so rede ich. Aber es ist trotzdem geil. Geht da Strom? High Voltage. Da sollte ich eventuell nicht hin. Ey, die war doch gerade zu. Die war doch vorhin zu, die Tür. Kannst du mir sagen, was du willst? Okay. Oh, Radio. Sonst irgendwas Interessantes hier? Nö. Nichts. Hier ist zu. Und hier ist... Ah, wieder Lesestunde, liebe Leute. Töte uns. Brenn das Gebäude nieder. Schlimmer als der Tod hier. Töte uns. Töte uns. Gerne. Wenn er sich dann hier mal irgendwie bewaffnen würde. Die Möglichkeit dazu hat er ja eigentlich. Okay, hier ist also alles unter Strom. Sollte ich nicht... Sollte ich beim besten Willen nicht anfassen. Das ist ein Blatt, was da rumfliegt, da hinten. Boah. Aber die Frage ist, wenn ich das da nicht anfassen darf. Darf ich das anfassen? Also jetzt den Türgriff, oder? Ist das auch eher... nein. Sollte ich beim besten Willen nicht machen. Dann muss ich ja da hinten lang. Oder ist das eine andere Tür? Nee, das ist eine andere Tür, ne? Hier so gut wie gar nichts. Liegt aber zum Teil halt auch an meiner Zimmerbeleuchtung für die Kamera. Oh, da lasse ich mir schon... Oh, Batterie. Nimm die auf. Nimm. Ich wollte doch gerade sagen, nimm die verfluchte Batterie auf. Boah. So, weiter geht's ins Gewusel hier durch die Tür. Aber nicht jetzt. Ihr wisst hier schon, was kommt. Okay, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wenn wir wieder Outlast Whistleblower spielen. Macht euch noch einen schönen Tag. Reingehauen, auf Wiederschauen. Metro.